Moin Moin, meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ghost Raccoon Breakpoint. Ja, ich habe gesagt, wir machen COD die Woche, aber mir war einfach mal wieder danach eine Folge Ghost Raccoon aufzunehmen, weil das Spiel einfach klasse ist, ja. Gut, wir haben diese Karl Schiso-Mission ja komplett abgeschlossen. Wir brauchen gar nicht mehr so lange, ich weiß ja nicht, was hier noch kommt, aber wir haben jetzt nur Christina Cromwell gerade noch offen. Au, Huralter. Na egal. Ihr hört mein Handy im Hintergrund bimmeln. Normalerweise mache ich immer den Ton aus. Ich versuche möglichst immer alles auszuschalten. Gut. Blakes Gesetz. Ich muss auch selbst mal reingucken. Ich weiß gar nicht, was wir machen müssen. Den Scale Foundation Campus finden. Er befindet sich bei Lake Catherine in der Region Cape North. Ja. JSKL benötigt für seinen Virus eine fortschrittliche KI aus dem Scale Foundation Campus. Die Leiterin der KI-Abteilung, Christina Cromwell, könnte wissen, wie man sie bekommt, falls sie noch dort ist. Gut. Auf jeden Fall läuft immer alles darauf hinaus, dass wir dieses blöde Virus letztendlich dann noch herstellen können für diese blöde Drohnenarmee. Und diese Arschbacke muss ich auch noch hier eine geben. Naja, egal. Ich hoffe, euch gefällt die Folge und ihr könnt mir ja gerne ein Like dalassen, wenn ihr das wollt. Abonnieren kostet nichts. Würde mich freuen, wenn ihr eins dalassen würdet. Man kennt ihn. Wir sehen uns am Zielort nach dem Intro. Viel Spaß. Okay, alles klar. Wir haben diese Region noch überhaupt nicht erkundet. Ist mir gerade mal so aufgefallen. Oh mein Gott, sind hier viele Fragezeichen. Aber okay. Ja, sieht eigentlich ziemlich geil aus, ne? So mitten im Wasser. Ich glaube, da kriege ich wieder Lust, Ark zu spielen und sowas zu bauen, ne? Also unser Ziel befindet sich auf jeden Fall dort. Mitten auf dem See. Es gibt einen Zugang, ne, über Straße oder Land, wie auch immer. Ich muss unbedingt mal diese eine Biwak zumindest freischalten. Das ist wichtig, ne? Ein Spawnpunkt, jawohl, Perry Forest Biwak. Junge, Junge, das sieht gar nicht so schlecht aus, ne? Wir machen da auf jeden Fall, lass mal da gleich mal die Hölle reinbrechen, ja? Hauptsache die immer mit ihren blöden Tennisplätzen. Naja, eine Bowlingbahn wäre mir lieber. Oder Billardtisch. Ich werde hier nicht so einfach, ja, landen können. Wisst ihr was? Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ich lande außerhalb, weil ich habe hier noch was anderes zu tun. Nicht? Ich muss schon am Eingang irgendwo landen. In der Nähe. Ich habe keine Lust mehr, die Hacken rund zu laufen. So, runter hier. Das sieht gut aus. Bams. Wie ein Albatros, ne? Saubere Landung. Gut. Töten Sie 20 Gegner, ohne entdeckt zu werden. Das dürfte eigentlich machbar sein, aber ich habe hier immer das Pech, dass mich jeder fünfte oder sechste Mal sieht. Zweimal nebeneinander ist natürlich ätzend. Oh, guckt euch das an. Da flitzt da so eine Drohne rum. Weiß nicht, ob sich hier... Ja... Komm, bleib mal hier in der geduckten Haltung. Wir schicken eine Drohne los. Ouch. Ein Ziel am Eingang. Jede Menge Ziele hier. Ja, das ist natürlich ätzend. Oh Leute, ich glaube, hier ist wirklich die Hölle los, oder? Raketenwerferfritze. Ich glaube, das wird richtig geil. Wir werden das so professionell wie möglich erledigen. Und genau darin liegt das Problem. Naja. Landet hier gerade irgendwo ein Hubschrauber? Auf jeden Fall gibt es hier auch einen Blueprint oder eine Waffe. Auf jeden Fall eine Waffe. Ja, nein. Ist unser Ziel. Hm.
Und es gibt noch mal einen schönen XP-Boost hier, ne? Also Fertigkeitspunkte. Ich will zumindest den vorderen Bereich hier mal abdecken. Oh Mann, hier oben sind überall Raketenschützen. Ja, Raketenschützen schön angereiht. Da mindestens zwei, da zwei. Und keine normalen Scharfschützen. Naja. Gut. So, Freunde, wir haben jetzt einen Großteil abgelichtet. Wollen wir? Oh, ich sehe aber was ganz Feines. Ich habe Sichtkontakt zu denen. Jeder Schuss muss sitzen. Ich warte, bis der Wagen weg ist. So ein bisschen. Nochmal kurz durchatmen. 20 Schüsse, Treffer. Ohne gesehen zu werden. Eins. Zwei. Hier komme ich nicht durch, ne? Shit. Okay, aber da haben wir die linke Flanke offen. Informant. Wenn ich schaffe, auf der anderen Seite die Typen auszuschalten, wäre das auf jeden Fall, sind die Erfolgschancen wesentlich höher. Ich muss nur dafür auf die andere Seite, ohne da runter zu rutschen, bitte. Komm schon. Ich weiß, es wird natürlich jetzt etwas länger dauern, weil ich ja jetzt hier anfange, vorsichtig zu spielen. Aber ich möchte das unbedingt schaffen. Sichtkontakt. Drei. Vier. Nachladen. Wir sind auch immer zu zweit unterwegs da vorne. Das ist natürlich scheiße. Und da ist so ein blödes Geschütz. Das würde mich sofort nerven, das Ding. Natürlich die Drohne auch. Fast 400 Meter. Im Grunde kein Problem, aber es ist trotzdem denkbar, dass der Schuss nicht sitzt. Schieße ich ein, absiegt der andere das. Gib mal ein Stückchen weit. Ah, fuck. Drei Mann ist natürlich ätzend. Wenn ich hier links ausschalte, sieht der Zivilist das und die titschen natürlich total aus. Ich mach's einfach, komm. Sechs. Nachladen. Wieder zwei und das blöde Geschütz. Scheiße, dieser Dreckstyp. Wir lassen die noch mal beruhigen, also die sollen sich beruhigen. Wir werden uns jetzt Zeit nehmen. Die wissen natürlich, von wo der Schuss kommt, ne? Waffe wechseln. Hab dich. Ich habe jetzt mal die Waffe gewechselt und zwar diese SZ, ne? Die Flycatcher-Waffe ist nämlich schwächer. Wenn ich den noch ein Heli verpasse, dürfte er vielleicht sogar liegen. Jawohl. Sieben. Vorsicht. Nein. Dann kommt. Kommt! Ja, Arschlöcher.
noch ein Wagen, ich weiß es nicht. Fahr weiter. Ich muss den ausschalten. Oder verpisst er sich? Was? 19:11. Die könnten Glück haben. Zivilisten. Ich müsste langsam. Da ist noch einer, den hole ich mir. 12. Da ist das bei einem Scharfschütze, der muss sich einfach Zeit lassen. Ein geduldiger Scharfschütze ist ein guter Scharfschütze. Und Stellungswechsel. Willkommen in meiner Stadt. Wie die Aufnahme läuft, erstmal eine Sirene loslassen, um zu stören. Vielleicht treffe ich den 340 Meter. Treffer. 460 Meter. Bisschen höher. Treffer. Herausforderung abgeschlossen. Wisst ihr, warum ich das Spiel liebe? Das ist so einfach so geil. Wir haben das abgeschlossen, Alter. Richtig geil. Pantherstufe 10. Ich muss da jetzt nachgucken. Ja, ich hab's geschafft und jetzt? Durch Rang 10 haben wir Fertigkeitsstufe bekommen. Nahkampf, was? Ach so, okay. Wunderbar. Nochmal, wir müssen jetzt direkt die nächste Klasse ausrüsten. Sturmsoldat. Ich glaube, Leute, das werden wir aber hier nicht können, ne? Ich reise zurück und werde eine neue Klasse auswählen. Bis gleich. Okay, Leute, wir sind wieder da. Ich wollte eigentlich da oben bleiben, so ein bisschen noch, aber wir sind da leider runtergerodelt. Egal, wir haben es geschafft. Ich habe mir ganz schnell eine andere Klasse ausgewählt hier. Na, wo bist du denn? Da, der Sturmsoldat. Töten Sie Gegner mit einer Feuerwaffe. Okay, nicht Handfeuerwaffe. Sehr gut. Ich kann die Pistolen nämlich nicht laden, die sind scheiße. Töten Sie zwei Gegner in weniger als 3 Sekunden. Das ist jetzt noch die erste Herausforderung, die ist ja eigentlich kein Problem. Was ist denn eigentlich unsere Fähigkeit jetzt? Gasgranate, von Hand geworfene Flächenwaffe, kontinuierlicher Schaden. Klassenfähigkeit, wir haben mehr Lebensenergie, Boni mit Sturmgewehren und Schrotflinten. Sauber, wir benutzen eh gern Sturmgewehre oder MPs. Zum Schluss hätte man nachher noch den Erste-Hilfe, hier den Feldsanitäter, ne? Erste-Hilfe, Feldsanitäter. Den hat ein Freund von mir genommen, von Anfang an schon. Na egal, damit haben wir nachher die drei Klassen und zum Schluss nehmen wir uns den Feldsanitäter, ja? Gut, wir gehen rein, beziehungsweise rupfen noch ein paar weg. Das ist eine, was die SC? Das ist keine MP, ne? Nein, das ist ein Sturmgewehr. Sehr gut. Die braucht man nämlich auch. Das Ding hat einen Schalli dran. Jawohl. Jetzt ist es egal, ob ihr mich seht. Theoretisch ist es jetzt egal. Ich habe nur eine Mission nämlich abgeschlossen. Du bist mit so nahem Zivilisten, aber es sieht gut aus. Wir können unsere Kampfgeisttechnik einsetzen.
werden trotzdem versuchen, hier wie ein Geist durchzugehen. Die zwei Drohnen waren natürlich schon mal gut, dass sie weg sind. Ja, ich weiß. Ich hab dich gesehen. Ich weiß, du bist hier. Komm raus! Tust du nicht, Junge. Schnell mal einsammeln und wieder zurück. Wir werden uns das Fundstück holen. Ich gehe jetzt also in das Haus hier mal rein. Hier ist auf jeden Fall irgendwo ein Gegner. Wir holen es schnell. Sauber. Weiter geht's. In dieser Folge werde ich auf jeden Fall ein bisschen was holen, ja. Tja, also große Fenster. Die sehen mich da mal ganz schnell, ne? Halt. Ich wollte gucken, gleichzeitig hochlaufen, hat nicht geklappt. Okay, weiter. Öffnen. Komm, gelbe Mütze, Junge. Ich habe noch immer keine gelbe Mütze. Kotzt mich total an. Interessiert mich einen Scheißdreck, die Weste. Alles, was ich noch haben will im Moment, ist die blöde Mütze. Gut, die Sache sieht okay aus. Wir gehen mal raus hier. Ich war mir nicht sicher, ob ich durch das Fenster ballern kann, aber alles gut. Wie ein Geist. Wenn die Runde weiter so läuft, dann werde ich die Folge auch so nennen. Nein. Warte mal, wieso ist denn... Haben wir das nicht ausgerüstet? Wir müssen es immer extra ausrüsten, ne? Ja, ich muss das anheften. Anheften, jawohl. Töten Sie zwei Gegner in weniger als 3 Sekunden. 5 Gegner mit dem Sturmgewehr haben wir bereits besiegt. Gut, wir brauchen 2 Feinde. Bin ich froh, dass ich diese blöden Raketenschützen-Typen ausgeschaltet habe. Ist das nur einer oder sind das 2? Nein, das ist leider nur einer. Information, die Romans. Hallo, ich will Ihnen nichts tun. AK-12. Ich hoffe, Sie können mir weiterhelfen. Das ist alles, was ich weiß, ehrlich. Ich danke Ihnen. AK-12 ist nichts Besonderes, aber wir nehmen mit, was wir kriegen können. Nicht da oben, hier unten ist es. Scheiße. Jawohl. Sturm 2, Soldat 2, Stufe 2. Ich wollte Sturmsoldatenstufe gleichzeitig sagen, dann kam, ja, egal. Töten Sie Gegner mit einem Sturmgewehr oder einem Schrotflinte, sauber 15 Mal. Töten Sie Gegner mit einer Kampfgeist-Technik, jawohl. Einmal. Das machen wir gleich. Diese Giftgasgranate, ne? Da drinnen dürften wir vielleicht sogar noch Glück haben damit.
Drei Fundstücke. Ich hole mir erstmal die Kiste. Das muss doch drinne sein. Oh, das ist eine gute Folge, Leute. Die gefällt mir. Die würde selbst ich mir nochmal angucken. Schön. MK14 ist die stärker wie meine Tech 50? Ich glaube nicht. Ist auf Mark 1, ne, Leute? 45. Ja, die ist scheiße. Ja, ich weiß nicht, wie gut ist die eigentlich, wenn ich sie gestärkt habe auf Mark 3. Aber seht euch die Werte im Vergleich zu meiner an. 167. Selbst so viel Schaden kriege ich nicht raus, wenn ich die tune auf Mark 3. Ist die auch vollautomatisch? Das ist eine PSG. Ja, lol. Ist mir jetzt gerade erstmal aufgefallen. Ne, ich bleibe lieber beim SSG. Scharfschützengewehr ist nämlich stärker. Und ich fahre ganz gut mit der Tech 50. Wir gehen rein. Ja, moin. Meins. Sauber. Ja, geht ja gar nicht da lang. Geht's überhaupt hier noch weiter? Warte mal. Ich muss hier lang. Ah, okay. Ich aktiviere die Technik und dann, muss ich eben kämpfen. Ja, natürlich. Ihr habt mich jetzt alle gesehen. Ich bin trotzdem wie ein Geist. Ist doch schön, das freut mich doch. Weißt du, was dann passiert mit dir? Da wirst du gleich sehen, Alter. Siehst du? Eins. Dieses Fundstück ist oben, ne? Ja. Wir nehmen die Treppe, komm. Tatsächlich. Der Spasti ist da unten, oder? Bahnkontakt! Da sind welche! Geil! Sauber. Darauf kam der ja gar nicht klar. Noch weiter höher. Okay. Okay, wartet mal. Aber das Ding da hinten? Nee. Ich muss noch weiter höher. Wir holen uns auf jeden Fall das schöne Stück da oben. Kiste. Okay, einmal hier rein. Fundstück. Okay. Noch höher. Okay, da ist ja noch eine Treppe. Die geht ja noch weiter hoch. Egal, das Fundstück haben wir auf jeden Fall. Wenn jetzt da nichts Besonderes drin ist, Leute. Also echt. Ah, na gut, hier sind jetzt Fähigkeitspunkte drin, aber... Naja, egal. Tür ist offen, jawohl. Extra für mich. Gut. Die Missionsliste brauche ich jetzt nicht. Wir wissen ja, dass wir einfach nur noch rumballern müssen, wie die Verrückten. Kiste. Und Ziel.
Jetzt kriege ich schon eine Mütze und dann ist es nur so eine lila, ne? Scheiße. Vielleicht soll ich mal PvP spielen. Komm, nimm das Ding. Jawohl. Hallo, Ziel. Dr. Christina Cromwell? Mein Name ist Nomad. Ich bin ein Soldat aus einem der Helikopter, die über Aurora abgestürzt sind. Die abgeknallt habt ihr Arschlöcher. Das heißt, er lebt? Wow. Ich meine, Ayanna Puris Verlautbarungen sind gruselig. Wie geht es ihm? Nun, wir versuchen Zivilisten sicher aus Aurora rauszuschaffen. Aber wir brauchen ihre Hilfe. Aber diese Insel. Der Ex-Polizist, der für Sentinel arbeitet, Ian Blake. Er hat die Insel stärker abgesperrt als, naja, die Überwachungsdrohnen, die uns beschützen sollten. Die halten uns jetzt gefangen. Krass, wie ironisch. Ja, ja. Das ist die Macht im Informationszeitalter. Würden die Drohnen nicht dafür gebaut? Ja. Dann machen die Überwachungsdrohnen ja genau das, wofür sie gebaut wurden. Wie können sie? Sie wurden gebaut, um Menschen zu beschützen, nicht um sie einzusperren. Das könnte auch so ausgelegt werden. Wir könnten genug Drohnen ausschalten, dass wir ein paar Leute von Aurora wegbringen und Hilfe holen können. Und er will die KI. Bingo. Das Sicherheitsteam hat vor einigen Monaten eine Systembeurteilung durchgeführt. Wenn sie den Bericht finden, hätte ich eine Anleitung, wie ich die KI hacken kann. Cool. Sind die Schwachstellen nicht längst beseitigt? Nein, nein, das glaube ich nicht. Das ist der modernste Ort der Welt, aber die Mühlen der Bürokratie malen so langsam wie überall sonst. Versuchen Sie es in der Archimedes-Halle, dem Datenzentrum. Dort sollten Sie den Bericht finden. Ja, nicht schlecht. Suchen Sie der Archimedes-Halle auf dem Scale Foundation Campus. Das dürfte hier sein. Da ist noch eine Nebenmission, die ich gerne noch mitnehmen will. Ich will da rein. Da ist ein Fundstück. Auf jeden Fall ist diese Christina sehr kompetent, ne? Also die arbeitet sofort mit uns. Alles gut. Ja, die haben alle die Hosen gestrichen voll von der ganzen Scheiße hier. Oh, das ist ein bisschen tief, oder? Ich wollte hier eiskalt runterhüpfen, aber es geht, glaube ich, eh nicht. Nein, nein. Gut. Wir haben auf jeden Fall noch was zu erledigen. Gibt es hier einen Weg runter oder muss ich jetzt echt wieder komplett zurücklaufen? Na, da vorne gibt es doch was. Ah, zum Fundstück. Jawohl. Hier auf diesem Podium, oder was das ist. Nimmst du das Ding jetzt, Alter? Überqueren. Nimm. Jawohl. Du bist der drittbeste, Jung. Okay, die Kiste befindet sich unten. Ich muss runter. Ah, hier. Sauber. Die kleine Nebenmission da unten hätte ich auch nochmal gern. Ich tue dir nichts. Gib mir nur Informationen, damit ich euch den Arsch retten kann. Nicht schon wieder! Was ist denn hier los? Verzeihung, tut mir leid. Also, ich bin Wissenschaftler. Seit Stunden analysiere ich schon die Testergebnisse. Wir kommen nicht weiter. Was soll das denn werden? Abstrakte Kunst? Nein. Ich vermute aber so langsam, dass uns Skelt Security die falsche Farbe geschickt hat. Diese Drohnen verhalten sich fehlerhaft. Sie verirren sich. Knallen gegen Wände. Ich habe ein Dutzend in der letzten Stunde verloren. Das ist ungünstig. Was soll die Farbe denn eigentlich machen? Naja, also das schon mal nicht. Es ist Farbe, also soll sie vor allem hübsch aussehen. Und auch als eine Art Auslösesignal für die Drohnen fungieren. Offensichtlich hat da jemand Mist gebaut. So signalfarbemäßig, ne? Sollte ich mir das mal ansehen. Sie sagten, Sie hätten die Lieferung vom Forschungszentrum von Skull Security bekommen? Ja. Ich frag mich, ob diese Drohnen immer noch Prototypen sind. Okay, ist ja nur eine Nebenmission. Da kümmere ich mich einfach mal auch nebenbei drum. Man kennt ihn. So, runter. Ich will die Kiste. Raus hier. Gibt es ein Loch? Jawohl, da ist ein Loch. Wir sind auf dem richtigen Weg, Leute. Hauptsache, wir plündern hier erstmal alles, was das Zeug hält. Blueprint. Nice. AK-12, okay. Haben oder nicht haben, ne?
Das ist eine Drohne, nicht wahr? Leute, ich muss auf jeden Fall meine Drohne nochmal durchschicken hier. Was hat mich da gesehen? Ah, normaler Schütze. Auf dem Dach selber befindet sich wohl nichts mehr. Das Ding hat mich gesehen. Scheiße. Der Rest befindet sich wohl im Haus. Zum Großteil. Okay. Zwei Schützen. Drei Schützen. Und die Drohne. Vier. Zivilist. Und die wissen, aus welcher Richtung ich komme. Komm! Sehr gut. Ich weiß nicht, ob das so günstig ist. Doch, es könnte gehen. Komm, schnell. Scharfschützengewehr. Ausgeschaltet. Ausgeschaltet. Au, ach, Ding daneben. Hab dich. Dich habe ich auch. Aufstehen. Ziel. Komm schon. Zeig deinen hässlichen Schädel, Junge. Ah, scheiße. L3 und R3 ist Kamera. Okay, der ging auf jeden Fall daneben. Wenn das jetzt 3, 4 Ziele waren, ist das der letzte. Den hole ich mir. Oh, da ist noch mehr. Ich brauche ja noch ein paar Gegner mit der MG. Sehr schön. Ist auf jeden Fall ein Tank, hä? Noch drei. Wo ist denn der Spasti? Jawohl. Technik. Jawohl! Töten Sie Gegner mit Sturmgewehr, warte, töten Sie Gegner mit STRG ohne nachzuladen, töten Sie Gegner mit Granaten. Komm, lass dich mal einen sehen. Komm aus näher. Da haben wir das schon mal abgeschlossen. Ah, ich darf nicht nachladen. Okay, drei Gegner, ohne nachzuladen. Kontrollierte Feuerstöße müssen das sein, sonst bringt das nichts. Wir nehmen jetzt erstmal alles mit hier. Ah, das nehmen wir uns auch noch mit. Sauber. Hab dich. Eins. Ich glaube, hier ist nichts mehr, oder? Alles gut? Offensichtlich nicht. Wir werden uns mal ganz schnell diese Ziele jetzt holen. Komm. Information. Ah, da kommen neue Gegner. Sehr schön, sehr schön. Na komm. Ja, finde mich. Na los. Findet mich.
Schnell. Nehmen. Sauber. Jetzt muss ich nach oben. Wo laufen die denn hin, Alter? Die sind total los. Die wissen gar nicht, was abgeht. Ja gut, ich habe deren ganze Einheit bereits soweit ausgelöscht. Ne? Ich kann nachlesen irgendwas. Okay. Christina Cromwell, was hast du denn? Nachschlagen. Gut. Nein, anheften. Ah, okay, weiter geht's, komm. Ich brauche eine Treppe nach oben. Und ich brauche noch zwei Gegner. Zwei. Komm. Komm. Ich brauche nur noch einen. Informanten. Und die Infos hole ich mir. Komm her, du Arschloch. So, jetzt sagst du mir ganz in Ruhe, was dir abgeht, Junge. Na los. Überraschung, Arschloch. Du gibst mir jetzt das PC-Passwort und dir werden Schmerzen erspart bleiben. Wie hilfsbereit meine Feinde sind, ne? Gute Nacht, Junge. Das Fundstück ist nicht weit weg, das holen wir uns. Ah, die Kiste da hinten ist auch nicht schlecht. Die Kiste ist unten oder oben? Unten, sehr schön, holen wir uns. Wir müssen noch zweimal drei Gegner töten, ohne nachzuladen. Aber das ist ja noch Kindergeburtstag. Wir laden jetzt nach. Und 50 Schuss müssten ausreichen, locker. 20 Gegner zu erledigen mit Schrotflinte und Sturmgewehr ist Nebensache. Machen wir ja sowieso von daher. Gut. Einmal da rein, wenn es geht. Ah, hier rein. Okay. Sehr schön. Nächstes Ziel. Gibt es hier keine Treppe? Doch, da hinten ist ein Durchgang. Da ist eine Treppe. Mit Greenscreen. Sauber. Draußen? Nee. Das ist das Plakat. Okay, alles gut. Gehen wir nochmal zu Christina zurück, ja? Weiß die Folge, die zieht sich. Was für ein Drecksbalkon, kommst du ja nicht mehr raus. Und die Treppe nehmen wir uns, komm. Ein Hubschrauber, oh, komm, die ganzen Sachen holen wir uns noch nebenbei. Und was haben wir hier? Nix. Ich weiß, kommt vor. Ich mache Frauen gerne nervös. Und tschüss. Ja, ich muss mit der quatschen. Ich weiß das doch. Info. Halt. Hallo. Bitte. Jawohl. Jetzt haben wir so gut wie alles hier eigentlich abgegrast. So, wir sehen uns gleich bei Christina wieder. Ja, ich will das mal ein bisschen schneiden. Ich muss sowieso gucken, wie ich das hier ein bisschen zurechtschnibbel.
Das wird zwar keine halbe Stunde Folge, die wird länger dauern, bestimmt, aber ich versuche es trotzdem kurz zu halten, Leute, ja? Okay, dann bis gleich. Da ist sie. Wir haben alle Informationen. Wie geht's weiter, Christina? Sieht aus, als wäre ein früherer Hackversuch vom Sicherheitsnetzwerk gestoppt worden. Die Cybersecurity war und ist nicht mein Ding, aber ich meine ja, wir sollten in der Lage sein, das Netzwerk auszuschalten. Heißt das, wir müssen noch mehr Computer hacken? Für mich ja. Für Sie heißt es mehr schießen und Sachen in die Luft jagen. Hm, finde ich gut. Das ist okay für mich. Wunderbar, wir können auf jeden Fall was lösen. So. Nachforschung okay, theoretisch könnte ich die KI runterladen, wenn sie einen Dongle in das System im Kommunikationszentrum stecken. Nein, was? Ich meine, er ist nicht dumm. Blake nutzt unser Sicherheitsnetzwerk. Können wir das Netzwerk abschalten? Es muss ja nur so lange ausbleiben, wie der Upload dauert. Ja, schon. Wenn wir die Gipfelantenne ausschalten, würde das Netzwerk auf Darkwood Island verlangsamt. Das verschafft ihnen Zeit. Ha, aber die Kabel, die sind in dieser Höhle an der Küste. Wenn Sie die kappen, könnte ich die KI runterladen. Warten Sie hier. Ich erledige das. Wow, Sie sind echt selbstbewusst. Wir treffen uns an dem markierten Ort auf Ihrer Karte. Muss. Aber das werden wir in der nächsten Folge machen. Beziehungsweise im Stream. Ich habe auf jeden Fall vor zu streamen. Sauber Einsatz abgeschlossen. Sehr schön. Oh, die Folge hat mir wirklich sehr gefallen. Wir haben eine Klasse abgeschlossen. Und wir haben 1A, diese Basis hier geradet. Egal. Also mir hat es auf jeden Fall gefallen. Ich hoffe euch auch. Ihr könnt mir dann gerne ein Like da lassen, wenn ihr wollt. Ich freue mich aufs Wochenende. Bis dahin, Leute. Ciao, ciao.